Komm, wir schaffen das! Ja! Ja! Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf dem Weberwerk-Kanal. Ihr habt letzte Woche abgestimmt, ihr wollt ein Getzen Onboard-Video von mir sehen. Ich glaube, über 350 Leute haben geklickt, dass sie es sehen wollen. Und ja, wir haben nicht lange gezögert und haben gesagt, wir laden das am Montag hoch. Heute ist es soweit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und lasst doch mal ein paar coole Kommentare da. Ich sehe einfach selbst, ich sehe einfach selbst.
Yeah.
kommt zum Mittling rein. Ein paar Sekunden später. Was machen wir bei dieser Pfanne? Was? Bei dieser Pfanne. Lässt du ab? Was? Lässt du ab oder fährst du? Versuchst du fahren, aber ich weiß nicht. Florenz, wollen wir ein paar mit hochziehen? Hey, gib mir mal Haken. Welche Runde bist du? Na los, komm! Schaffst du, komm! Hey! Noch geht! Ja, bitte! Hier, bitte, überrechnen! Hey! Hör mal, wie auf geht's! Hey, echt.
fährst du auf die Festplatte drauf. Dann kommt der Absatz, da ist ungefähr einen Meter. Nee, ich fahre außen, ich fahre außen. Ich weiß nicht, ob du da rüber kommst, das ist nur Wurzeln. Bobby, schaffst du? Schaffst du? Ja! 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 Geil! Komm, weiter geht's! Zusammen richtig gut gefahren, auch die Speckschwarte und so, aber du stehst so im Stau. Ja, der Manuel ist eben innen reingefahren, der hat oben den Motorrad wegschmeißen. Das ist halt doof, ne? It's crazy. Yeah.
komm. Zieh. Wir schaffen das. Komm, wir schaffen das! Komm jetzt! Ja, auch noch mal nach oben.
Ja, wir sitzen außerhalb der Top 10, die wir eingeblendet sehen. Nochmal ein kurzer Überblick. Ashton Wright vor Jarvis auf der 12. Richard Moorhouse auf der 13. Nedved Václav aus Tschechien auf der 14. Jovo Vieira, der Portugiese auf der 15. Suchzähler 16. Dan Priest in Place. Erik Migoli. 18. 19. Davide Paganoni und auf dem 20. Platz Erik Migueli. Der soeben noch mal Davide Paganoni überholt hat. Ja, da ändert sich immer wieder. Eva holen. Jetzt ist Marc Wulff wieder eingerutscht in die Top 20. Das wäre ihm natürlich sehr zu gönnen, dem Deutschen. Wollen wir hoffen, dass er hier in der letzten Runde noch mal ordentlich kämpfen kann, denn hier wird schon alles angerichtet für den One-Lap-Timer. Wenn der
der Falco schon mal bereit. Neue Menschen. So, Didi Rudolf. Saubere Fahrt, Didi, das sieht hervorragend aus. Einfach. Sauber zu Ende fahren, dann gehört der Finalplatzierer aus Buchinger. Und dann nochmal vorbei. Was ihr da mit dem Heck gemacht habt. Warum hast du mit Heck rumgelüftet? Wir schauen wieder mal in das Gewürzsuche an. Ich hab's. Da ist der Fahrer mit der Startnummer 304. Der Mani Lettenbüschler. Ich hab's. Und diesmal ist freie Fahrt. So, weiter geht's. Kommt. Er kommt ohne Probleme, ohne Stau durch. Und 6 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Weiter geht's, komm Eva! So, dann nehmen wir 6 Minuten auf. Für das grande Finale am heutigen Samstag, den ganzen Champ. Auf geht's, das schaffen wir, komm, wir sind gleich im Ziel. Geh einfach mal, Eva, hopp! Mal zurück. 66 Fahrer waren heute am Start. Das Feld hat sich natürlich erwartungsgemäß etwas gelichtet. Viele sind Opfer des Kurses geworden natürlich, aber wer hier antritt, der hat Mut. Und er stellt sich dem Getzenwald mit all seinen Tücken und Schwierigkeiten. Kommt das letzte Stück? Absolut, ja. Aber einer, der lässt sich Eva, wie geht's heute wieder mal geht's? Alle alt aussehen. Komm, das, da unten ist es hier. Da unten ist es hier. Servus, Andi. Da fahren wir jetzt zusammen durch. Da kann man komm. Sein. Und der Mani ist in der Form seines Lebens. Ja, ich weiß auch nicht genau, was mit dem los ist heute wieder. Ja! Absolut, ich hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen, Alter. Schon geil, ey. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Video. Abschließend bleibt für mich nur zu sagen, vielen Dank an jeden Fan, der an der Strecke war. Ich habe vorab das Video geschaut, um zu gucken, ob irgendwelche Stellen drin sind, die vielleicht besser nicht drin sein sollten, wenn ich gemeckert habe oder so. Und da habe ich erstmal, ich habe das an der Strecke schon mitbekommen, war nochmal so richtig realisiert, wie viele Leute mich eigentlich angefeuert haben. Also wirklich fettes, fettes Dankeschön dafür. Weiterhin nochmal Dank an den Getzen Rodeo e.V., dass ihr mich habt starten lassen und größten Respekt vor dem, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Das ist absolut krass gewesen. Mega Event. Ich glaube, so viele Leute waren noch nie bei mir und haben irgendwie nach einem Bild gefragt. Die Strecke, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Phänomenal. Mani, an dich Gratulation zum Getzen Sieg und zum WM-Titel. Und ja, abschließend bleibt zu sagen, für mich war das eine, oder wird es immer in Erinnerung bleiben, einfach weil wir zu dritt das Ding durchgezogen haben, Eva, Florenz und ich. Und ja, es ist nicht selbstverständlich, dass ein besserer Fahrer sagt, ja okay, wir ziehen das zu dritt durch. Das Florenz war von uns auf jeden Fall der stärkste Fahrer, hat gesagt, wir machen das und was will man mehr? Das ist Enduro. Wir sehen uns im nächsten Vlog, dann in Afrika. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein.